Hi, heute würde ich euch gern was über meine Vespa erzählen, weil das einfach ein Projekt ist, das mich schon seit meiner Kindheit eigentlich begleitet. Ich würde sagen, irgendwann so um 1996 rum hat mein Vater die Vespa von einem Arbeitskollege bekommen, hat dann aber eigentlich, glaube ich, nicht wirklich groß was damit gemacht, sondern die einfach nur in unsere Scheune gestellt. Ja, und die Jahre vergingen. Es war dann irgendwann die Zeit, da waren wir viel auf so Autotreffen unterwegs mit unserem, wir hatten so einen Hot Rod Käfer, gibt es vielleicht irgendwann auch mal noch ein Video. Sieht man hier. Und dann kam halt irgendwann die Idee auf, ja, man bräuchte eigentlich irgendein Gefährt, ein Moped oder irgendwas, wo man auf dem Treffergelände damit fahren kann. Und dann ist mir eigentlich die Vespa wieder eingefallen. Und ich hatte dann halt die Idee, dass es ein Luftfahrwerk bekommen soll und dass das ganze Fahrzeug dann halt eigentlich idealerweise ohne Seite oder Hauptständer auskommt. Also das muss eigentlich war mein Gedanke im Kopf so auf die Art, man fährt mit dem Ding, lässt es ab, schleift kurz am Boden und man steht auf und kann dann weggehen quasi. Ja, nach langem Hin und Her konnte ich dann meinem Vater die Vespa tatsächlich abluchsen. Ich musste aber mein Herkules-Moped dagegen eintauschen. Hier sieht man zum Beispiel so ein Bild aus der Anfangszeit. Man kann erkennen, dass da drauf nicht mehr viel orange ist. Das heißt, dass nicht mehr viel original ist in dem Fall. Ich zeige euch einfach jetzt mal noch so ein paar Bilder, damit man da irgendwie so ein bisschen einen Einblick bekommt, wie das Ganze halt so abgelaufen ist. Viel Blecharbeit, viel Konstruieren, viel Gehirnschmalz. Und am Ende hat es dann halt doch irgendwie zu einem Ergebnis geführt. Ja, und irgendwann war die Vespa dann fertig. Hat tatsächlich funktioniert und mir hatte die erste Testfahrt gemacht. Naja, die Qualität von dem Abzug ist jetzt nicht gut, aber das Bild an sich ist geil. Das kann man schon erkennen, wie das Ding halt die Funke schmeißt und quasi das tut, was sie eigentlich machen soll. Hier sieht man dann das erste Bild, wie sie steht und wie flach sie dann eigentlich ist. Das ist mal vom Werkstattbild. Und dann ging es auch schon damit aufs erste Treffen, das war's Rust and Roll. War eine geile Zeit damals, viele neue Freunde und Leute kennengelernt. Eigentlich immer das Doppelgespann, die tiefer gelegte Vespa und unser Käfer, Hot Rod. Ja, und irgendwann hieß es dann, naja, Pokalverleihung. Ich dann halt aber etwas aufgeregt war, habe ich dann, glaube ich, eine Flasche Jacky getrunken und bin dann ziemlich betrunken mit der Vespa da runtergefahren und weiß es gar nicht mehr so genau, aber das Bild hier beschreibt, was dann passiert ist. Lustigerweise muss man dazu sagen, dass ich am Wochenende vor dem Treffen die Trittbrettzierleiste neu dran geschraubt habe. Natürlich sind dann die Blechschrauber unten rausgestanden und ich dachte mir, ja komm, sieht doch keiner die Blechschraube da unten. Dass die ganzen Leute dann aber genau eben diese Blechschraube des Vespa Fahrzeug da hochhebe und dann alle blutende Hände hatte, das war halt nicht so mein Plan. Ja, aber auf jeden Fall eine coole Zeit, kann man an dem Bild hier gut sehen. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt außer dem Bild gar nicht mehr so viel von dem Moment, weil nachdem das dann halt war, bin ich wieder hoch zum Zeltplatz halt, wo die Autos standen gefahren und ich bin dann, ich glaube, ja gut, die Vespa ist ein bisschen getuned, die hat einen 85er Satz. Relativ schnell auf den Platz hochgefahren, im Dunkeln, relativ viel getrunken und dann hat sich mein Auspuff in der Alustraße eingehakt. Ich hatte so dermaßen aufs Maul gelegt, dass ich dann kurze Zeit später irgendwann wieder zu mir kam, in der Wiese, neben der Vespa. Die war dann ziemlich krumm, der Auspuff hat es abgerissen. Und naja, Kopfweh hatte ich am nächsten Tag sowieso. Und der neue wurde dann quasi aus einem Rollerauspuff versucht zu konstruieren. Natürlich, viel Platz war nicht in der Karosserie. Und danach habe ich dann aber auch die Schnauze voll gehabt von dem Ding und dann stand es im Prinzip mehrere Jahre in meinem Wohnzimmer. Bis dann 2018 wieder so die Lust drauf kam und dann habe ich es mal wieder rausgeholt zum Laufen und zum Funktionieren gebracht und dann war es quasi auf der Tuning World Bodensee. Dann waren wir auf dem Kastengehalter damit. Und ganz am Ende stand es noch auf der Essen Motorshow.
Und danach stand es eigentlich wieder nur rum im Wohnzimmer, bis mein Kumpel Sven Blott aus Kaufbeuren meinte, das wäre ein schönes Ausstellungsstück für seinen Friseursalon. Und Sven hat sie uns vorbeigebracht für das Video hier. Natürlich lief sie wieder nicht, war kaputt und man musste erst mal reparieren. Und da die Vespa jetzt wieder funktioniert, fährt und das tut, was sie machen soll, seht im nächsten Video eine technische Erklärung zu dem Fahrzeug an sich und ihr seht vielleicht auch mal ein paar Fahraufnahmen.